Hallo! Willy, ich bringe dir Kaffee, damit du die Maschine auffüllen kannst. Ich weiß nicht. Sieht wie Kaffee aus. Aber es sind Bohnen. Und die verdammte Maschine funktioniert nur mit gemahlenem Kaffee. Okay, jetzt müssen wir den Kaffee erst noch mahlen? Na toll. Haben wir hier nicht irgendwie eine Maschine? Betrachte Scanner, Klimakammer, Elektromikroskop? Haben wir irgendwie ein Gerät? Das hier sieht so aus wie ein Mixer? Nee, auch nicht. Scanner. Ja, vielleicht bei Oliver kann ich jetzt das andere benutzen. Ich probiere mal. Irgendwie müssen wir auch ein Gerät finden. Elektroschleifer, können wir damit das machen? Ich glaube, das wäre nicht so gut. Wieso? Das erinnert mich an den von Dr. Das geht nicht. Er ist mit einem Kabel am Tisch befestigt. Okay. Geh in Richtung. Also, es muss doch irgendwie gehen. Das ist doch so ein Elektroschleifer. Ja. Vielleicht kann ich mit dem Schleifer die Bohnen zermahlen. Hä? Warum geht das jetzt plötzlich und warum ging es vorher nicht? Es hat funktioniert. Jetzt ist diese Kaffeesorte gemahlen. Yeah, es hat funktioniert. Okay. Dann jetzt auf zu Willy. Und jetzt bitte, keine Rätsel mehr. Ich will doch einfach nur rausgehen. Willy, ich bringe dir Kaffee, damit du die Maschine auffüllen kannst. Mist, Mann. Bist du sicher, dass dieses Zeug Kaffee ist? Ja, ja. Es ist wirklich ein guter Kaffee. Meine Lieblingssorte. Es ist nicht so, dass ich dir nicht traue, Kollege. Aber ich liebe keine Überraschung. Ich besorge immer ein und dieselbe Marke für den Automaten. Da weiß man, was man hat. Oh mein Gott. Ein und dieselbe Marke. Also müssen wir jetzt irgendwie noch die Marke finden. Und... Oh. Ja, okay. Ist hier irgendwo... Also ich denke mir jetzt gerade so nach. Wenn er doch immer wieder die letzte gerade heute aufgefüllt hat, hat er die doch weggeworfen. Das heißt, die müsste jetzt hier drin sein. Aber das haben wir vorhin schon kontrolliert. Da war nichts drin. Das war leer. Nein, was soll ich denn damit? Nicht so. Reinschauen. Es liegt etwas drin. Aha. Mal sehen. Eine leere Kaffeepackung. Ja, genau das... Nee, ich habe jetzt gedacht, du hättest es genommen. Genau das meine ich. Es ist einfach ein bisschen so blöd. Das ist es. Ja. Ha, das Pulver ergibt genau eine Packung. Jetzt sieht die Kaffeepackung aus wie frisch vom Regal. Dieses Glück, das sie haben. Dieses Glück. Ich kann es nicht vorstellen, aber naja. So, jetzt hier. Das letzte Mal hoffentlich. Oder müssen wir danach... Oh, die Maschine hat keinen Strom mehr. Nimm meine Batterie. Willy, ich bringe dir Kaffee, damit du die Maschine auffüllen kannst. Geil, das ist ja meine Hausmarke. Yeah, geil. Das passt wie Dreck auf die Schaufel. Jetzt muss ich morgen nicht selbst loslaufen. Du hast Glück gehabt, Kleiner. Wolltest du nicht vorhin eine Batterie haben? Ich hol jetzt eine aus meinem Walkman und gebe sie dir. Nein, nein, lassen wir das. Er kann uns nicht weiterhelfen. Brauchst du sie nicht mehr? Na, das macht nichts. Schließlich zählt die Absicht, oder? Ich mache jetzt sofort die Biege, um das verdammte Maschinchen zu füllen. Na, dann mach das. Yo! Lauf, mein Dieser Bruder. Willy ist wirklich merkwürdig. Aber cool. Gut. Vielleicht kann ich jetzt endlich Frau Dr. Oliver den Kaffee bringen. Ich werde einen Moment warten, um Willy genug Zeit zu geben, die Maschine aufzufüllen. Warten. Also dann, versuchen wir es mal. Wow, der war schnell. Los, lauf. Was wird Brian Moltano tun, wenn es ihm so geht wie uns? Er wird einen Kaffeeautomaten auffüllen. Das wird er tun. Tschu. Komm schon, Kaffee. Klasse. Das rote Licht brennt nicht mehr. Dann nehmen wir einen Kaffee. Gut, ich nehme einen. Oder müssen wir jetzt noch Geld eingeben? Nee, zum Glück nicht. Ich hoffe, dass er wirklich schwarz ist. Warum hoffst du, dass der schwarz ist? Ein Rassist. Okay, hier, nimm den Kaffee. Hier, Frau Doktor, trinken Sie den Kaffee. Sie werden sehen. Sie werden sich danach besser fühlen. Die wird noch
mehr drauf sein danach. Warum gibt es den Kaffee? Besser? Gut. Jetzt, da Sie sich beruhigt haben, können Sie weiterarbeiten. Wir möchten doch nicht, dass die Maya-Ausstellung nicht stattfindet, nur weil Sie Ihre Arbeit nicht geschafft haben. Oder? Oh, das ist ja fies. Selbstverständlich nicht. Ich beginne auf der Stelle mit der Arbeit und nicht einmal die Regierung wird mich stoppen können. Aber die Mafia. Yo, ich bin der Zwerg. Bob der Zwerg. Wie ich sehe, bist du in den letzten Jahren nicht großartig gewachsen. Gustave, der Einäugige. Sieht doch nicht so aus, als ob dein herausgerissenes Auge nachgewachsen wäre. Vorsichtig, Bob. Du spielst mit deiner Rente. Komm auf den Punkt. Sind sie immer noch in dem Museum oder nicht? Genau. Das Auto steht immer noch auf dem Parkplatz. Hey, wir können dort auf sie warten und sie einsacken. Sie könnten auf der anderen Seite ohne Wagen entkommen. Das Risiko gehe ich nicht ein. Wir gehen jetzt rein und suchen sie. Du wartest hier, Bob. Pass auf, falls das Miststück rauskommt. Alles klar, Gustav. Wie du meinst. So. Ich lasse die Doktorin lieber allein, damit sie sich auf die Restaurierung des Kruzifixes konzentrieren kann. Es ist schon eine Weile vergangen und nach der Freude über den Kaffee bin ich sicher, dass sie das Kruzifix schon fertig hat. Gehen wir mal hinein. Frau Doktor ist wohl vor lauter Müdigkeit eingeschlafen. Hä? Aber wie ich sehe, hat sie das Kruzifix schon restauriert. Genial. Es sieht jetzt ganz anders aus. Es brauchte wirklich eine Restaurierung. Das ist interessant. Sicher können wir jetzt deine genaue Herkunft und Bestimmung in Erfahrung bringen. Ich muss so schnell wie möglich zum Analyselabor, um mit dem Scanner das Kruzifix zu untersuchen. Dann gehen wir doch. Aber irgendwie komisch, man gibt ihr Kaffee und sie schläft ein, anstatt wach zu bleiben. Sie beruhigt, anstatt dass sie aufgedreht ist. Und ich denke nicht, dass das Maya-Bohnen waren, weil... naja. Ich glaube, die werden schon lange kaputt. Das sind immer normale Bohnen, die sie da reingesteckt haben. Aber dann gehen wir doch mal hier direkt jetzt zum Scanner das scannen. Ah. Mist. Was für eine Nacht. Noch weitere kleine Kollegen von Clive. Erst die scharfe Tussi mit diesem Milchgesicht Brian. Hab nichts gegen ihn. Er ist zwar ein Milchbubi, aber auch ein netter Kerl. Und jetzt ihr zwei Vögel. Mist. Übrigens, als was habt ihr euch denn verkleidet? Nein! Die Schweine! Die haben ihn einfach umgebracht. Der Moment ist gekommen, um herauszufinden, was das Kruzifix verbirgt. Mal sehen, ob ich diesen ultramodernen Scanner bedienen kann. Oh, heiße 3D-Effekte. Dann stammt das Kruzifix von den Hopi. Die Hopi sind ein Indianerstamm aus Arizona. Naja, das ist eine wichtige Information. Andererseits verstehe ich immer weniger, was hier vorgeht. Die Materialien, aus denen das Kruzifix besteht, sind überhaupt nicht wertvoll. Es muss irgendeinen historischen Wert haben. Aber der könnte doch nie so hoch sein, dass jemand bereit wäre, dafür zu töten. Hinter dem Kruzifix muss sich noch etwas anderes verbergen. Brian, schnell komm mit! Es geht um Gina. Sie ist in Gefahr. Es tut mir leid, Brian. Nein. Nein! Er hat gesagt, wenn ich es ihm gebe, wird ihr nichts geschehen. Nein! Wie ihr gleich feststellen werdet, sah es ziemlich übel für uns aus. Wenigstens wollten die Typen noch etwas von uns wissen. Nämlich, was wir in Erfahrung gebracht hatten. Deshalb ließen sie uns am Leben. Vorläufig jedenfalls. Dann müssen sie mich bewusstlos geschlagen haben. Ich bekam lange Zeit nichts mit. Mal wieder. Als ich zu mir kam, fand ich mich über den Wolken wieder. Keine Angst. In einem Hubschrauber. Ich hatte grausame Kopfschmerzen. Und als Gina mir von Clive erzählte, verzweifelte ich. Wegen uns war mein Freund gestorben, wären wir an diesem Abend nur nicht zum Museum gefahren. Ich versuchte, mich zusammenzureißen. Gerade jetzt musste ich einen klaren Kopf bewahren. Ihr habt keine Ahnung, wie schwer mir das fiel. Wahrhaftig. Mir würde bald das Gleiche wie Clive widerfahren, wenn ich nicht bald etwas unternehmen würde. Der Selbsterhaltungstrieb und der Wunsch nach Rache fanden einen Weg in mein Bewusstsein und vertrieben Clive aus meinen Gedanken.
Kurz darauf setzte der Hubschrauber zum Landeanflug an. Ich konnte sehen, dass wir in einem Wüstengebiet landeten. Mitten auf etwas, das wie ein ehemaliges Ölfeld aussah. Sie holten uns aus dem Hubschrauber und brachten uns zu einer alten Hütte. Bald wurde mir klar, dass sie in Wirklichkeit nur an Gina interessiert waren. Sobald wir die Hütte betraten, banden sie Gina an einen Stuhl. Die große Flucht. Danach kümmerten sie sich liebevoll um mich. Sie gaben ein starkes Schlafmittel in Form eines gehaltvollen Schlages auf den Hinterkopf. Das nützt dir. Als ich aufwachte, war ich leicht benommen und mein Kopf schien zu explodieren. Schön einen verpasst. Ich schwöre, dass diese üblen Typen noch für alles bezahlen.